Willkommen zu einem neuen Part von Sonic Unleashed. So, nach den letzten beiden Parts habt ihr bestimmt Lust, und ich habe auch auf jeden Fall auch Lust, endlich bei Eggman Land wieder weiterzumachen, denn ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen die alten Kontinente abgegrast und haben da geguckt, was es noch so für Sachen gibt. Ja, und in diesem Part machen wir natürlich weiter bei Eggman Land, einfach mal mit der Story weiter. Und gegen die Uhr rase ins Ziel. Genau, das war noch die Mission, die wir noch machen müssen. Das werden wir auf jeden Fall in diesem Part machen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut, weil, ja, mein Vater, was, mein Pater? Mein mein Vater schafft, ein paar Räume weiter, aber der wird das wahrscheinlich trotzdem noch hören. So, hier möglichst schnell. Ah, verdammt. Das wusste ich nicht, dass da ein Turbostreifen ist. Aber hier können wir ganz gut abkürzen. Okay. Ja, ist alles easy. Sollten wir alles hinbekommen. Aber ich werde hier jetzt auf jeden Fall nicht den Fehler machen und schnell laufen, ne? Damit wir uns verstehen. Das werde ich ganz sicher nicht machen. Wow. Knapp. Ja, hier ist ein bisschen knapp, verdammt. Ja, vielleicht hätte ich da gar nicht so driften sollen. Das hat uns jetzt natürlich ziemlich viel Zeit gekostet, ne? Weil davor sind wir hier durchgerast. Ah, warte mal. Das hat auch nochmal schön viel Zeit klar gemacht. Ja, ich laufe hier lieber so lang. Das ist die beste Variante. Ja, locker. Okay, und weiter geht's. Also sind die Checkpoints diesmal nicht so, dass sie da irgendwie, ja, eben wirklich einen Checkpoint bilden, falls die Zeit abläuft. Dass man bei einem Checkpoint bei einer gewissen Zeit sein muss. Oder es ist ganz normal, ja, das normale Checkpoints sind halt. Das kann natürlich auch sein. Hm. Naja. Okay. Gleich kommt wieder der blöde Abschnitt, den ich überhaupt nicht mag. Aber hier, auch hier werde ich diesmal nicht schnell machen. Okay, wir haben ihn einfach mal überlebt. Kein Problem. Okay, und hier auch einfach weg. Oh, das war gerade noch. Alter, wie unfair! Wie unfair! Was zum Teufel? Das ist unfair. Das ist wirklich unfair. Dann müssen wir also gleich in die Mitte. Okay, ja, so ist es natürlich einfacher. Da macht er dann auch mal mit. So, und hier können wir dann, wenn wir genug Ringe hätten, könnten wir hier ein bisschen. Okay, da haben wir ein paar. Schnell machen. So, nächster Checkpoint. Da bekommen wir auch nochmal die Ringe oder diese Leiste aufgefüllt. Das ist ganz schön. Und weiter geht's. Hier sollten wir nur schnell machen. Okay. Oh, das war knapp. Wow. Nein, andere Richtung. Sehr schön. Okay. Und wieder. Er ist aber schon fast besiegt, ne? Okay, aber gleich müssen wir. Hallo? Oh, ich finde diese blöden Sprungfedern da total bescheuert. Aber naja. Was? Wie hätte ich denn das schneller machen sollen? Die haben sie nicht mehr alle. Also das ist doch so, wie ich es am Anfang gedacht habe. Schön. Das auch mal zu wissen. Jetzt kommt gleich, glaube ich, der Abschnitt mit der Ding, mit dieser Rakete, ne? Oder, nee, noch nicht. Aber bald. Okay, oh. Ja, das kam ein bisschen zu schnell. Das habe ich nicht gesehen.
Okay, da kommt die Rakete. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Also das müssen wir über... Ach so! Okay, naja. Dann kann ich auch nichts dran ändern. Ich wollte ein bisschen hoch. Wirklich nur ein bisschen. Aber hier verengt sich auch immer ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, ne? Aber es sollten wir... Nein! Nicht wirklich. Ich bin am Checkpoint vorbei. Ah ne, es hat gezählt. Warum hat das gezählt? Sind die so gnädig? Kaum zu glauben. Fies. Da hätte man vielleicht springen sollen, ne? Hä? Boah, also das ist jetzt wirklich hart. Kann man nicht anders sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also so kommt man da eigentlich drüber. So können wir auch ein bisschen Zeit klar machen. Okay. Das da ist auch eigentlich kein Problem. Nur, wenn man hier schnell rüber will, muss man natürlich auch die Turbo-Streifen. Alter! Was zum Teufel? Da kann man gar nicht bremsen. Das ist das Problem. Das ist das ganze Problem. Da kann man einfach nicht bremsen. Okay, das war jetzt mein Fail. Aber der ist da drauf auch relativ schwer steuerbar. Das müsst ihr verstehen. Und ach so. Natürlich. Müssen wir alles nochmal machen danach? Oder erneut versuchen. Was? Alles nochmal von vorne. Wollt ihr mich... Tatsächlich. Die wollen mich verarschen. Wir waren doch bei einem Checkpoint. Hä? Der hat nur einmal gezählt, oder was? Also das sind immer so Dinger, die einen die Zeit auffüllen. Das muss mir auch mal jemand sagen. Fies. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde das sogar ein bisschen gerechtfertigt, sonst wäre es zu einfach. Aber wir müssen ja alles machen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, hier nicht failen. Gar nicht. Und hier auch... Ja gut, wenn man, glaube ich, langsam macht, dann geht das. Man darf halt nicht nur zu langsam machen, ne? Ist auch verständlich. Hilfe! Das war ja mal gar nichts. Wieso hat denn der nichts gemacht? Na dann, hier kriegen wir nochmal schön gezeigt, wie viel Zeit man hier verlieren kann. Aber egal. Dafür machen wir jetzt umso schneller. Und hier mache ich jetzt auch schnell. Das ist nämlich der kürzeste Weg. Von daher kein Problem. Okay, das war unnötig. Aber wir haben was verloren, leider. Okay, und jetzt sind wir wieder hier. Also ich denke, das wird uns hier noch ein bisschen beschäftigen. Da bin ich mir fast sicher. Okay, da bekommen wir auch nochmal Zeit. Okay, das war klar, dass der jetzt kommt. Hoffentlich macht er auch wieder... Okay. Man muss ihn einfach nach außen lenken. Dann kriegt man das hier relativ gut hin. Ich muss mich mal ganz kurz an der Nase kratzen. Das ist natürlich scheiße, wenn man die ganze Zeit rennen muss. Achso, ich kann... wieso hat der gerade eben nichts gemacht? Okay, wir konnten ihm zweimal ein bisschen schaden. Je schneller wir ihn natürlich beseitigen, desto besser. Okay. Geschafft. Da können wir ihm jetzt noch ein bisschen schaden. Aber es hat nicht ganz gereicht. Schade. Hätten wir eigentlich sonst... Hallo? Ich schüttel die ganze Zeit wie verrückt und nichts passiert. Das ist mal wieder so typisch wie Steuerung. Kriegt man schon wieder das Kotzen.
Naja, wenigstens funktioniert's. Jetzt. Eigentlich auch scheiße, dieser Sprungpferd. Die nimmt einem nur Zeit. Naja. Aber bis jetzt sieht's ja relativ gut aus. Wir hatten noch keinen Fail, ne? Müssen wir auch mal sehen. Das immer nur zweimal A ist ja auch einfach. Okay. Oh Mann, immer diese Stelle. Da kriegt man... Also ich krieg das da nicht hin. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Okay, hier dürfen wir jetzt nicht failen. Das ist alles. Eigentlich auch einfach, diese Stelle. Nein, nicht schon wieder. Aber wir haben die Zeit nicht mitgenommen, ne? Es wird als Checkpoint gespeichert. Wir haben nur die Zeit nicht mitgenommen. Also, kein Problem. Hier auch ein bisschen Zeit sparen dadurch, dass man springt, weil sonst wären wir vielleicht getroffen worden. Das ist ja das Schlechteste, was einem überhaupt passieren kann. Natürlich! Ich sag's euch, Leute. Diese Stelle, die hält mich noch ein bisschen auf. Wenn es so weitergeht, muss ich schneiden. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Was? Nein! Nee. Leute, das ist eine Qual für mich, diese Stelle. Man kann Sonic auf diesen Dingern hier so gut wie nicht steuern. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist eine Tatsache und kein, Eigending von mir, ne? Hallo? Ach, natürlich, ich habe noch nicht genug Ringe. Ja. Kennen wir ja. Das ist fies. Das ist fies. Was sollte ich da machen? Könnt ihr mir das mal erklären? Nee, ich habe da keine Lust mehr drauf. Sorry, Leute. So ein Level raubt mir schon wieder die Freude an dem Spiel. Gerade diese Stelle hier. Was man hier leisten muss, ist... Ja, langweilig. Ach so, natürlich fliege ich zu weit. Ja. Ich liebe es. Minuten. Wisst ihr was, Leute? Ich schneide. Also, ja. Bis gleich. So, Leute, ja. Da bin ich wieder. Einmal habe ich schon verkackt. Das ist unglaublich. Ich krieg die Krise. Ich habe auch davor schon verkackt. Deswegen bin ich der Meinung, wir können schon wieder vergessen. Aber ich lasse mich mal überraschen, was denn danach noch so kommt. Also hier sind wir bis jetzt relativ gut durchgekommen. Ihr merkt schon, meine Stimmung ist schon wieder gedrückt. Ih, noch was noch zu früh gesprungen, okay. Ja, kann man auch nichts machen. Okay, jetzt kommt die Scheißstelle wieder. Wenn die mich wieder verarschen wollen, dann... Ja, was dann? Okay, diesmal wollen sie mich nicht verarschen. Das heißt, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ach so! Ey. Da kriegt man auch keine Vorwarnung, ne? Wenigstens sind sie so fair und starten hier. Und ansonsten ist ja alles in Ordnung. Okay. Ja, also ich... Das war jetzt mein Fail. Aber man kriegt halt keine Vorwarnung. Wie eigentlich... Was zum Teufel? Wer soll denn das ahnen? Wer zum Teufel soll das ahnen? Da muss man die Level auswendig kennen. Ja, nur noch 10 Sekunden. Geil, und jetzt? Okay. Zweimal Zeit mitgenommen. Das ist gut. Aber nur wenig, ne? Das muss man auch dazu sagen. Verdammt, wie soll man... Oh! Boah! Alter!
geschafft. Dementsprechend leckt's jetzt auch natürlich, wie wir es so kennen und lieben. Boah. Und was kommt jetzt? Es geht gleich weiter? Werden wir nicht noch gefragt oder so? Ob wir weitermachen wollen? Hä? Vielleicht? Anscheinend... Moment. Hier haben wir noch ein bisschen was. Na gut, dann machen wir heute auch noch die Nacht... Nee, ich mach doch jetzt keine Nachtlevel mehr. Bin ich vollkommen bescheuert. Also, zurück zur Weltkarte. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und bis dann und ciao.